Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung TV Berlin Spezial. Und wir wollen heute reden über Mieten und Wohnen in Berlin. Das ist ein Thema, das uns alle beschäftigt. Und zwar mit dem Spezialisten der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Björn Lotzow. Herzlich willkommen. Freut mich sehr. Sie sind auch Fachanwalt für Mieten- und Eigentumsrecht. Das heißt, wenn man Probleme hat, dann kommt man zu Ihnen, nicht nur als Politiker, sondern auch so. Aber bevor wir auf Ihr Thema einsteigen und Sie erzählen, was Sie da im Einzelnen machen, möchte ich doch gerne von Ihnen noch eine Einschätzung hören über das desaströste Abschneiden Ihrer Partei, der FDP in Nordrhein-Westfalen, vor 2 Tagen. Das ist natürlich was, worüber man nicht so gerne redet. Man nicht das reden. Ist ein unschönes Thema. Nein, also Scherz beiseite, es war natürlich eine üble Niederlage für uns. Und ich glaube auch, Christian Lindner hat ja nicht versucht, es schön zu reden. Ein derber Verlust, insbesondere, weil wir ja aus einer Regierung kamen, die eigentlich gut funktioniert hat mit der CDU wieso gemeinsam. Wieso ist das denn so? Ich glaub, die anderen schneiden gut ab, die in der Ampel sind, und die FDP war in Schleswig-Holstein auch schon nicht anders. Ich glaube, wir hatten mehrere Ursachen. Das eine ist die Frage, dass landespolitisch es einige Schwierigkeiten gab, gerade im Bildungsressort. Hab mir das erzählen lassen, gab es auch viel Gegenwind für die Politik der Schulsenatorin, die ja von uns gestellt wurde, und das war das eine. Und das andere sind natürlich die Auswirkungen der Bundespolitik. Wir haben eine Bundespolitik gefahren jetzt, die ja, sage ich mal, nicht unbedingt jedem unserer Wähler geschmeckt hat, weil sie eben nicht ganz mit unseren langfristigen Zielen übereinstimmt. Das gab ja große Schwierigkeiten. Jetzt aufgrund der Ukraine-Krise mussten wir umsteuern. Die Zeitenwende hat auch dazu geführt, dass wir eben starke Verschuldung gebraucht haben auf einmal. Dieses Sondervermögen, was jetzt der Bundeswehr zugutekommt, ist natürlich wichtig. Es ist auch ein Punkt, den man, glaube ich, nicht umgehen kann, wenn man die Bundeswehr jetzt ausrüsten möchte, damit wir verteidigungsfähig werden. Aber unsere Wählerinnen und Wähler haben eben darauf gehofft, dass wir sparen. Ja. Ausrüsten oder aufrüsten? Ganz klar ausrüsten. Es geht ja erstmal darum, dass wir überhaupt verteidigungsfähig werden mit unseren Streitkräften, dass wir also auch unseren Beitrag in der Bündnisverteidigung leisten können. Die Geschehnisse in der Ukraine haben ja gezeigt, wie wichtig es ist, dass man heute auch auf bewaffnete Kräfte leider auch zurückgreifen kann. Denn nur wer kämpfen kann im Ernstfall, der muss wahrscheinlich nicht kämpfen. Also doch aufrüsten. Naja, gut, vom jetzigen Stand aus ist wahrscheinlich alles ein Aufrüsten. Ja. Aber man muss ja ehrlich auch sagen, das, was wir momentan an Einsatzfähigkeit haben mit unseren Kräften, ist ja darauf ausgerichtet, dass wir mit wenigen tausend Kräften eine Krisenintervention machen können, irgendwo auf der Welt, ob das Mali ist, ob das Afghanistan war. Darauf sind unsere Streitkräfte eingestellt im Bündniskontext. Was wir nicht momentan wirklich im Programm haben, ist eben die territoriale Verteidigung des NATO-Gebiets. Und das ist ein Szenario, auf das wir uns zumindest einrichten müssen, gedanklich. Wir müssen eben die Verteidigung von Territorien jetzt auch wieder im Blick haben. Und das ist eine Fähigkeit, die Bundeswehr momentan nicht in dem Maß hat, wie wir sie brauchen. Was denken Sie denn immer so, dass ausgerechnet die Pazifisten, die Grünen, ja, inzwischen so belobt werden für ihren nahezu bellizistischen Kurs? Naja, es ist natürlich so. Die Welt steht Kopf. Es ist erstaunlich, natürlich für eine Partei wie die Grünen, die mit einer Ansage, keine Waffen in Krisengebiete, jetzt gerade am 26.09. letzten Jahres, man glaubt es ja kaum, noch wirklich prominent in die Bundestagswahl gegangen sind. Aber man muss natürlich auch sagen, und das muss man auch Robert Habeck und auch Annalena Baerbock zugutehalten, die machen eine gute Figur in den jeweiligen Ressorts. Habeck muss eben den Wirtschaftskurs der Bundespolitik jetzt auch halten, trotz eben der schwierigen äußeren Umstände, gerade was eben die Rohstoffversorgung angeht. Und Annalena Baerbock macht klare Ansagen nach Russland. Das hat mir gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Also das muss man auch zugestehen. Das hätte ich mir auch von einem SPD-Außenminister zuvor gewünscht, dass man klare Ansagen nach Russland, klare Ansagen auch nach China gemacht hätte, dass wir da auch nicht diesen russlandfreundlichen Kurs gehabt hätten. Aber wie gesagt, hätte Fahrradkette, hat Peer Steinbrück gesagt. Das war. Sie hätten ja das Außenamt haben können. Herr Scheel war auch ein guter FDP-Außenminister. Ja, diesmal haben wir uns fürs Finanzministerium entschieden. Das hatte ja auch gute Gründe. Und ich bin sicher, das wird auch noch wichtiger werden im Laufe der Legislaturperiode, weil eben unsere Wählerinnen und Wähler auch wissen, dass wir für eine solide Ausgabenpolitik stehen, dass wir auch für eine solide Refinanzierung stehen. Gerade jetzt in dem Zinsszenario, was sich ankündigt, ist es ja wichtig, dass wir eine
solide Finanzpolitik machen, eine solide Haushaltspolitik, damit wir uns eben nicht überschulden und auch die kommenden Generationen, gerade wenn jetzt die Zinsen wieder steigen, wenn das inflationäre Szenario ein bisschen mehr kommt, dann müssen wir eben aufpassen, dass wir die künftigen Generationen nicht überfordern. Ein Begriff, den Sie gerade gebraucht haben, der gefällt mir so gar nicht in der Reihe, dass wir uns nicht überschulden. Das tun wir doch schon die ganze Zeit. Na, Überschulden. Wir haben 300 Milliarden Schulden inzwischen neu. Überschuldung liegt ja nur dann vor, wenn wir nicht zahlungsfähig sind. Ja. Und das ist momentan jedenfalls nicht gegeben. Momentan ist es so, dass wir mit der Verschuldung, die wir in Deutschland haben, immer noch nach den Maastricht-Kriterien relativ gut aussehen. Das muss man einerseits natürlich sagen. Andererseits ist es aber auch wichtig, dass wir jetzt dort Kurs halten und eben nicht weiter Verschuldung aufbauen. Natürlich war das in einem Nullzinsszenario eine sehr verlockende Option, dass man sagt, okay, wir bauen massive Verschuldung auf, um eben wichtige Ausgaben, gerade im Bereich Verteidigung, gerade im Bereich auch Bildung und Zukunftsausgaben, beispielsweise Energiewende und Ähnliches, zu leisten. Aber jetzt, wo das Zinsszenario wieder dreht, müssen wir natürlich schon schauen, dass wir wirklich priorisieren und auch den Bundeshaushalt nicht überfordern. Ja, und da sitzt ausgerechnet der FDP-Bundesvorsitzende über den Finanzen, und das ist ein undankbarer Job, wie man sieht. Ja, ich glaube, es ist kein undankbarer Job, es ist ein wichtiger Job. Es wird auch ein Job sein, der jetzt in den nächsten Jahren wieder für die FDP spricht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, und sie wird jetzt zunehmend wichtiger, wird auch wieder in den Blickpunkt rücken. Aber man muss auch sagen, die Außenpolitik und die Wirtschaftspolitik, die die Bundesrepublik momentan macht, natürlich jetzt momentan unter Federführung der zuständigen Ministerien, die Grünen haben, ist momentan aus meiner Sicht kaum zu beanstanden. Wir haben eine gute Politik, die da momentan gemacht wird. Da kann man in Details immer drüber reden. Aber auch die Finanzpolitik wird wieder wichtiger, auch die Justizpolitik. Das, was wir dort verwirklichen, das sind viele Projekte, die für uns und auch für viele Wählerinnen und Wähler dann Herzensangelegenheit sind. Ihr Optimismus in allen Ehren. Ich wünsche Ihnen als Partei, dass das so geht. Sie sitzen im Berliner Abgeordnetenhaus, sind innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Ich lese das mal ab, weil Sie so viele Ämter haben. Sprecher für Mieten und Stadtentwicklung und parlamentarischer Geschäftsführer. Eines der wichtigsten Themen, um die sich alles dreht in dieser Stadt, ist: Steigen die Mieten weiter an oder kriegen wir die gedeckelt oder kriegen wir die reduziert oder kriegen wir die gestoppt und kommen wir zu einer Enteignung der Wohnungsbauunternehmen? Wie ist Ihr Standpunkt dazu? Was ist der gegenwärtige Stand in Sachen Mietendeckelung, Mietenbremse, Verfassungsgerichtsurteil? Womit kann ich als Mieter rechnen? Da ist erstmal wichtig, wenn Sie diese Frage stellen, müssen wir uns erstmal anschauen, welche Segmente haben wir auf dem Wohnungsmarkt. Und da haben wir ja mehrere Segmente, die sich ganz massiv unterscheiden. Das eine sind die Wohnungen, die im Bestand sind, das heißt also, wo es ältere Mietverträge gibt. Das sind sehr, sehr viele in Berlin, wo Mieterinnen und Mieter jetzt, sage ich mal, zum Beispiel zu Beginn des Jahrtausends sehr günstig gemietet haben. Große Beispiele sind bei den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften. Da haben wir Durchschnittsmieten so zwischen 6,50 Euro, 6,70 Euro, je nachdem. Und ähnlich ist es auch bei den großen Privaten, also Vonovia zum Beispiel, wo man auch etwa zwischen 6,80 Euro und 7 Euro liegt mit den Durchschnittsmieten. Und das sind auch die Durchschnitte, die wir im Berliner Mietspiegel haben. Das ist also dieses ganze Segment der Bestandswohnungen. Das ist das eine. Das zweite sind dann die Wohnungen, die in jüngerer Zeit vermietet worden sind. Und da haben wir eben aufgrund der Entwicklung, die wir hier am Mietmarkt in Berlin hatten, nämlich viel zu wenige freie Wohnungen, erhebliche Preissprünge gesehen bei den Neuvermietungs-, Wiedervermietungsmieten. Und da hat man gesehen, dass wir also ganz erhebliche Zuschläge hatten gegenüber den alten Mietzinsen. Dazu muss man allerdings auch sagen, wenn da vermietet wurde jetzt im Bereich zwischen 8 und 11 Euro, dann ist das im Vergleich zu anderen Metropolräumen immer noch relativ gemäßigt. Das beruhigt mich immer wenig, wenn es heißt, in München ist noch teurer. Lassen Sie mich kurz ausführen, Herr Brinkmann. Und dann haben wir noch das dritte Segment, das sind die Neubaumieten. Und die sind natürlich, weil sie eben gar nicht durch die Mietpreisbremse reguliert sind, natürlich völlig frei verhandelbar. Und wenn es kaum Angebot gibt, dann können diese Preise natürlich ganz erheblich nach oben gehen. Und bei diesen Neuvertragsmieten, da gehen wir tatsächlich im Bereich 18 bis 25 Euro, wenn man überhaupt noch Wohnungen bekommt. Und das sind natürlich schon erhebliche Unterschiede, das sieht man auch in dieser Landschaft. Und wenn man jetzt die Politik sich ansieht, worauf sie praktisch zielt, dann ist es dieses unterste Segment, der 6 bis 7 Euro Mieten weiter zu stabilisieren. Das ist auch das, worauf sich der Senat konzentriert. Der große Kritikpunkt
meiner Fraktion ist, dass die Berliner Politik sich einseitig darauf fokussiert, auf die Bestandsmieter, die relativ wenig Mieten zahlen, aber eben keinerlei Anstrengungen unternimmt, um neue Wohnungen zu schaffen, um in allen Segmenten sozusagen den Mietmarkt zu entlasten. Und darauf muss es eigentlich ankommen. Es müsste darauf ankommen, dass man mehr Angebot schafft. Wir sehen immer, wenn ein Wohnungsmarkt komplett ausgeschöpft ist, dass sehr wenige Wohnungen leer stehen. Wir sprechen da von der sogenannten Fluktuationsquote. Und wenn die unterhalb von 3% ist, dann weiß man schon, es ist ein Alarmsignal. Und nicht in Berlin bei 1%. In Berlin sind wir unterhalb von 1%. Das heißt, im Prinzip gibt es ja keine freien Wohnungen. Absolut, genau. Also selbst dieses 1%, das ist also viel zu wenig. Die 3% braucht man eigentlich, um so eine normale Umzugsfluktuation zu haben. Man muss ja auch mal renovieren. Manchmal steht eine Wohnung mal zwischen 2 Mietern im Monat leer oder auch 2. Und manchmal muss man auch modernisieren. Auch das führt zu Leerstand. Also im Prinzip wären diese 3% notwendig und wir sind eben unterhalb von 1%. Und das merkt man dadurch, dass mehrere hundert Leute auf eine Wohnung sich bewerben und dann da vor der Tür stehen. Teilweise absurde Szenen in unserer Stadt. Und mich wundert, dass die Berliner Politik dieses Problem, die Wohnungssuchenden, überhaupt nicht priorisiert. Denn es ist ja eines klar. Also, Ihr Vorschlag dazu, den hören wir nach einer kurzen Werbepause von Björn Jotto. Er ist der Mietensprecher der Fraktion. Ja, kann man so sagen. Er ist auch parlamentarischer Geschäftsführer und der Innenpolitik-Experte. Also nicht nur eine Funktion, aber die wichtigste, über die wir heute reden wollen, ist Mieten und Wohnen in Berlin. Und was der Senat wirklich tun kann. Er kann ja keine neuen Wohnungen bauen. Also muss es ein anderes Instrument geben. Bin gespannt auf Ihre Antwort. Kurze Werbepause, dann sind wir wieder da. Zurück in unsere Sendung TV Berlin Spezial. Wir reden über Mieten in Berlin. Die sind bei Neubauten inzwischen bei bis zu 25 Euro Quadratmeter angelangt. Und der Senat kümmert sich zu wenig um den Wohnungsneubau. Das sagt Björn Jotzo, er ist der Mietenexperte der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Und man kann ja nicht so mal mit dem Finger schnipsen und sagt, so nun baut mal hier überall neue Wohnungen. Es gibt zu wenig Wohnungsneubau. Und da sagen Sie, es muss mehr werden. Und ich frage, ja, wie denn? Zauberei? Fingerschnips nützt nichts, da haben Sie völlig recht. Ja. Aber wir haben ja 16 Potenzialgebiete in Berlin identifiziert. Das ist auch gar keine Oppositionszauberei, sondern hat der Senat selbst definiert. Schon in der letzten Legislaturperiode hat man gesagt, wir wollen diese Gebiete entwickeln mit den Berliner Wohnungsbaugesellschaften. Ja, wollen ist eine Sache, tun ist eine andere. Genau, das ist eben der Punkt. Also man muss jetzt vom Wollen ins Tun kommen. Ja. Das Problem ist ja, wir hatten eine links regierte Bauverwaltung in der letzten Legislaturperiode. Da hatte man ja auch aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen sinnigerweise das Bauen rausgenommen sozusagen. Mhm. Jetzt ist es wieder da. Und das Bauen bedeutet, dass man eben tatsächlich diese Potenzialgebiete entwickeln muss. Wir brauchen 200.000 Wohnungen in Berlin bis zum Ende des Jahrzehnts. Müssen sie stehen? Das ist gar keine Frage. Wir haben jetzt durch Corona ein bisschen weniger Zuzug gehabt als in den Jahren davor. Aber das wird sich wieder ändern. Und dann müssen wir eben dafür sorgen. Wir haben auch durch die Flüchtlinge aus der Ukraine jetzt natürlich eine ganze Menge Bedarf an zusätzlichem Wohnraum. Das heißt, wir müssen also diesen Bedarf decken. Daran führt nichts vorbei. Ja, wird denn nun gebaut? Oder ist man immer noch in der Planung? Man ist in der Planung, es wird auch in Teilen gebaut, ja, nur nicht genug. Und jetzt sehen wir ja auch die Konflikte, die wir in der Berliner Koalition haben zwischen der Linksfraktion oder Linkspartei und den Grünen und der SPD. Die SPD sagt, wir müssen jetzt unbedingt ins Tun kommen, wir müssen jetzt mehr entwickeln, mehr tun. Die Linken sagen, wir wollen möglichst wenig machen. Herr Geisel hat ja jetzt einen Vorschlag gemacht, man könnte auch zur Refinanzierung des öffentlichen Wohnungsbaus auch Eigentumswohnungen aus dem öffentlichen Bestand verkaufen an Kaufwillige und könnte dann die Gelder, die man damit gewinnt, dann wieder nutzen für den weiteren Wohnungsbau. Das ist ein Vorschlag, den wir für sehr sinnvoll halten, weil er eben uns ermöglicht, in kürzerer Zeit wesentlich mehr zu bauen. Wird das denn gemacht oder wird da nur geredet? Na, da scheiden sich die Geister jetzt. Also es gab ja jetzt gerade gestern und heute auch einen massiven Aufschrei in der Koalition bei den ganz Linken von den Grünen. Frau Genburg zum Beispiel hat auch sich da und Frau Schmidberger haben sich dort zu Wort gemeldet, haben gesagt, es geht so gar nicht. Und natürlich die Linke hat gesagt, mit Ihnen auch gar nicht. Was Herr Geisel dort vorhat, der SPD-Senator, das können Sie nicht mittragen. Da bin ich sehr Begründung? Gespannt. Begründung? Naja, überhaupt Eigentum, also Eigentum zu schaffen,
Ja, das ist ja schon für viele Linke in dieser Stadt ein absurder Gedanke. Dabei steht es ja in der Verfassung. Unsere Berliner Landesverfassung schreibt vor, dass wir das Wohneigentum fördern müssen. Und deswegen ist es eigentlich auch eine Staatsaufgabe, Menschen die Eigentumsbildung zu ermöglichen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger politischer Gedanke, Menschen die Möglichkeit zu geben, Eigentum zu erwerben. Und deswegen schlagen wir vor, nicht nur, dass mehr gebaut wird, sondern dass wir auch Menschen durch Eigenkapitalersatzprogramme, durch Mieterkaufprogramme die Möglichkeit geben, Eigentum zu erwerben. Das steht alles in unserem Programm und das war auch einer der Punkte natürlich. Sie erinnern sich, wir hatten ja auch mit sondiert. Es war ja die Alternative zu Rot-Grün-Rot, eben auch eine Ampel zu bilden. Wenn es zu einer solchen Ampel gekommen wäre. Ich habe in Erinnerung, dass Frau Giffey am liebsten ja auch mit der FDP koaliert hätte. Es hätte sie möglicherweise hätte. Man weiß es nicht, was dahinter steckt. Frau Giffey hat ja vor der Wahl das eine gesagt und dann leider nach der Wahl das andere getan. Es gab dann doch das weiter so. Aber das wäre natürlich einer der Punkte gewesen, wo sich die Politik der Linken als Partner jetzt von der Politik der FDP als Partner in einer solchen Konstellation massiv unterscheidet. Aber Herr Jotze, zu dem, was Sie eben gesagt haben. Ich habe ja als normaler Mieter, der ich mir gerade eine Wohnung für 7 Quadratmeter für 7 Euro Quadratmeter leisten kann, nichts davon, wenn mir eine Eigentumswohnung angeboten wird, wo der Quadratmeterpreis bei 3.000 oder 4.000 oder noch mehr liegt. Wie kann denn sichergestellt werden, auch durch Ihre Politik, dass ich als Mieter nicht ständig neue Mieterhöhungsbegehren meines Eigentümers, meines Vermieters bekomme? Das ist doch der ganze Sinn einer Mietenbremse, dass man dieses immer stetige nach oben Klettern der Miete nicht mehr will. Ja, das wird eine Politik nie vermeiden können, auch wenn die Linken versuchen, ihnen das zu suggerieren. Das wird nie geschehen. Ja, Mietbremse, sagt das Wort doch. Ich muss es bremsen. Na, die Bremse ist das eine, der Deckel ist ja das andere. Ja. Das, was die Linken wollten und womit sie so krachend gescheitert sind vor dem Bundesverfassungsgericht, war ja der Mietendeckel, ja, wo man gesagt hat, Mieten dürfen überhaupt nicht mehr steigen. Ja, aber nur, weil der Bund die Zuständigkeit hat. Also nein. Das ist eine linke Legende. Richtig ist, man ist schon gescheitert in der Zuständigkeit. Ja, das heißt, das Bundesverfassungsgericht musste überhaupt nicht mehr prüfen, ob die Berliner Regelung überhaupt materiell verfassungsgemäß gewesen wäre. Man ist schon auf der ersten Stufe gescheitert. Ich bin mir sehr sicher, dass die Berliner Regelung, die die Genossen hier versucht haben, auch auf der materiellen Ebene gescheitert wäre. Also sie wäre in keinem Fall rechtmäßig gewesen. Denn das Problem ist ja folgendes. Die Mieterhöhungsmöglichkeit ist ja der verfassungsmäßige Ausgleich dafür, dass ich als Vermieter Mietverträge im Wohnbereich eigentlich üblicherweise nicht beenden darf. Das heißt, ich bin gezwungen, an den Mieter weiter zu vermieten. Ich bin gezwungen, in die Immobilie zu investieren, um sie instand zu halten, um gegebenenfalls auch zu modernisieren und ähnliches. Und ich darf den Mieter sozusagen nie loswerden. Gleichzeitig gibt es eine Inflation, die Kosten steigen. Und irgendwie muss ja, damit die Immobilie überhaupt rentabel bleibt, eine Mieterhöhungsmöglichkeit in einem solchen Szenario gegeben sein. Das sagt auch das Bundesverfassungsgericht. Weil sonst wäre jeder Anreiz, eine Wohnung zu vermieten, im Grunde nicht mehr da. Also jemand muss ja den Wohnraum schaffen und er muss ihn dann auch für den Mieter laufend bereitstellen und eben auch laufend zur Verfügung halten. Und dadurch, dass das durch den Mietendeckel beispielsweise, wenn ich sage, ich darf gar nicht mehr erhöhen, dann ist für jeden klar, Wohneigentum schaffen lohnt sich nicht mehr. Ja, ich renoviere nicht mehr. Genau, ich renoviere nicht mehr, das ist die erste Stufe. Wir kennen es aus der DDR, nicht? Das war also alles Volkseigentum, ja, fabelhaft, alles vergesellschaftet. Die Menschen haben niedrige Mieten gezahlt, 100 Ostmark für eine normale Altbauwohnung. Allerdings nach 30, 35 Jahren, wenn man das so fährt, dann ist eben ein Staat am Ende. Dann ist das ist sozusagen. Das vergessen immer die meisten, die Bilder der Häuser 1989. Ja, aber wie gesagt, wir haben das Experiment ja gehabt und Menschen, ja, die etwas älter sind, so wie ich, und die noch älter sind, die wissen ja, wie das Ganze aussah 1989, 90 in der DDR. Und wir hatten im Westen auch dieselben Probleme, bevor wir angefangen haben, den Altbaubestand zu sanieren. In den 70er, 80er Jahren, wir hatten marode Ofenheizungen in den Altbauten im Westteil der Stadt, in Neukölln. Das war also flächendeckend. Und warum? Weil wir auch dort einen Preisdeckel für die Altbauten hatten. Das war die sogenannte Altbaumietenverordnung. Aber bleiben wir mal bei der Gegenwart. Was ja die meisten Mieter beunruhigt ist, wann kommt die nächste Mieterhöhung? Ja, die Mieterhöhung ist ja so. Das ist alles sehr stark normiert und auch geregelt nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. Das ist Paragraph 558 und die weiteren, die dann kommen. Da geht es darum, dass eben eine Miete erhöht werden darf, bis die ortsübliche Vergleichsmiete erreicht ist. Und da gibt es eben auch Regeln,
um wie viel? Bisher sind das 15% in 3 Jahren in städtischen Gebieten. Und das will jetzt auch die Bundesregierung, wo wir in der Ampel beteiligt sind, auf 11% in 3 Jahren senken. Und wenn man sieht, dass die Inflation in diesem Jahr beispielsweise schon bei 7% liegen könnte, dann ist natürlich auch klar, dass 11% in 3 Jahren dann ein sehr gemäßigter Wert sind, wenn man sich das inflationäre Szenario insgesamt anschaut. Es ist nicht so, dass man mit einer solchen Mietsteigerung noch ein Geschäft machen kann. Im Gegenteil. Und deswegen ist das sagen sowieso die Kritiker. Die sagen, mit Wohnungen Geschäft machen ist unmoralisch. Deswegen wollen wir eine Verstaatlichung und eine Enteignung der Wohnungsbauunternehmen. Ja, unmoralisch ist ein sehr dehnbarer Begriff. Nur das Problem ist, es muss ja Wohnraum geben. Ja, sonst können die Menschen ja nicht wohnen. Und solange der Staat, also ich sage mal, wenn das funktionieren würde, was die Linken vorschlagen und die Linksfraktion, dass also der Staat den gesamten Wohnungsbestand übernimmt, das alles instand hält und saniert und eben dann auch noch den Menschen eben den Wohnraum zur Verfügung stellt, den sie brauchen. Wenn das funktionieren würde, ja, dann könnte man ja drüber nachdenken. Nur wir haben ja in der DDR gesehen, es funktioniert eben nicht, weil dann die Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen, um den Wohnungsbestand zu erhalten. Und es würde auch jetzt nicht funktionieren, weil das eben Risiken sind, die der öffentliche Sektor nicht leisten kann. Also kurz gefasst, das Enteignungsbegehren oder der Volksentscheid, darüber die Volksbefragung, das taucht nichts. Es taugt nicht nur nichts, es ist auch grob verfassungswidrig, weil eben andere Instrumente zur Verfügung stehen, nämlich insbesondere Neubau in allen Segmenten. Der Staat muss sich einfach auf Neubau jetzt auch fokussieren. Wir müssen, wie schon gesagt, vom Wollen ins Tun kommen beim Neubau in der Stadt. Und dazu gehört eben auch, dass wir die Mittel nicht mehr priorisiert ausgeben, Altbaubestand oder, sage ich mal, marode Bestände zu erwerben, was der Senat fehlerhafterweise in der letzten Legislaturperiode zum Ende noch gemacht hat, für 2,4 Milliarden marode Bestände aufgekauft in der Stadt, um die weiter sozusagen zu 6,70 Euro zu vermieten. Das ist ein ehrenwertes Ziel, aber das ist nichts, womit wir den Wohnungsmarkt in der Stadt dauerhaft entlasten. Die Mittel müssen dringend in günstigen Neubau fließen, damit wir eben mehr Menschen günstige Wohnungen zur Verfügung stellen können. Also gute Wohnungsbaupolitik, Björn Jotzo steht dafür, ja, mehr bauen, günstiger bauen und Wohnraum schaffen. Kommen wir nochmal zum anderen Thema. Wir sind gleich am Ende der Sendung. Katastrophenschutz. Sind wir eigentlich gewappnet gegen das, was kommen könnte, siehe Ukraine, wenn wir plötzlich doch in einer Kriegssituation sind? Unsere Sirenen funktionieren nicht. Beim letzten Test hat sich das gezeigt. Wie kommt sowas zustande und wie kriegen wir das in den Griff? Ja, man muss fairerweise ja sagen, das hatte niemand so richtig auf dem Schirm. Wir wussten zwar, dass viele Dinge nicht funktionieren in unserer Katastrophenschutzinfrastruktur. Hat ja auch der Warntag gezeigt, das hat leider auch das Ahrtal gezeigt. Und in Berlin haben wir ähnliche Probleme. Wir haben keine funktionierende analoge Warnstruktur, also das, was jetzt aufgebaut wird, Gott sei Dank. Es gibt wieder, analog. Gibt wieder Sirenen, nicht? Das Problem an der digitalen Infrastruktur ist zwar ganz toll, wenn es funktioniert, nur leider haben Katastrophen es an sich, dass dann gerade eben die Dinge, die wir für digitale Kommunikation brauchen, nicht mehr funktionieren. Also wir treffen uns das nächste Mal wieder und dann reden wir über Katastrophenschutz. Wir sind nämlich leider am Ende der Sendung mit Björn Jotzo. Er ist der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und der Mietensprecher und der Eigentumsrechtssprecher und der parlamentarische Geschäftsführer. Habe ich Titel noch vergessen? Alles richtig. Und von Hause sind Sie Rechtsanwalt und wenn Sie Kummer und Sorgen haben aus dem Mietrecht. Ne? Ne, ich will jetzt nicht Eigenwerbung betreiben, aber gerne, ja. Vielen Dank, dass Sie hier waren und vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder zur nächsten Spezialsendung oder Brinkmann und König nächste Woche Dienstag, 18.15 Uhr. Jeden Dienstag 18.15 TV Berlin Spezial oder Brinkmann und König. Bis nächste Woche. Danke für heute. Danke für heute Ihnen und tschüss.